снег, да? Я сдав. Natürlich möchte ich mich auch bedanken bei der Maki, meine, dass der Forschungszug heuer auch wieder möglich gewesen ist. Da übernehme ja immer die Versicherungen etc. pp. Auch von unserem Andreas Schmidt, unserem Oberfüllmeister, den wir uns dies mit ermöglichen. So, Albert, herein mit der ganzen Sippe. So, angeführt von unserem Rennraum. Die ersten mit den Bezahlungen und Garimäckchen. Wieder mal ein bisschen Zauber. Hoffentlich bleibt das noch lange erhalten. Da kommt auch schon unser Geilwagen, angeführt vom Höllerbauer Lukas am Bulldog, Lukas Fülldorf. Begleitet natürlich von unseren Zugbegleitern Häuser Hossen, für den Bauer Moser Stefan Greubertl und so weiter. Natürlich unsere Grafenschaft. Mit allerdings zu Leibkostnummer, Krank etc. und so weiter. Party! Yeah. Luppi, Luppi, hau
So, vielen Dank an unsere Stinktiere. Wer sind denn wir und was stellen wir da? Ja, Rankendorfer Freunde. Und was stellen wir da? Zauberer und Hexen. Genau, Hexen und Zauberer. Und alles andere erfahrt ihr dann in der City, hätte ich beinahe gesagt, mit unserem Sprichertl, warum das wir jetzt auf unsere Besen fliegen. So, als nächste Gruppe haben wir unsere Raketendorfer Freunde. Mit einem Oberzauberer, Burmeister Günther. Hexen, Zauberer und Bewohner müssen auf den Dörfern wohnen. In den Orten von Haus zu Haus mit dem Auto fahren ist ein Graus. Straßenlöcher, tiefe Gräben liegen den Leuten in den Mägen. Darum fliegen wir nun mit unseren Besen und tun, als wäre nichts gewesen. Von Loch zu Loch, von Haus zu Stadt, die Bürger haben das Fliegen satt. Der Marktrat deshalb wird verhext, durch frischen Teer wird der ersetzt. Die ergeben bestimmt ein Riesenhafer, da können wir vielleicht neue Straßen kaufen. Luppi, Luppi und Hilal, Hexen, Zauberer überall. Hallo, wir sind die Tankstelle aus Luppburg. Wir wollen den Dieselskandal auch ein bisschen repräsentieren, um ein Thema in Bezug zu haben. Und wir tanken eins so richtig. Dankeschön, Luppi Luppi und Teller. Ha ha ha!
Da lag der Schäli dabei. Ohne Essen war der Aral. Über Beimer habe ich gut gesehen. Super, super, ich hole jetzt immer noch Beimer. Ja, servus, wir sind die Lupoher Kirbeleit und wir gingen hin einmal aus Ägypten. Also wir sind der Sauhafer von Lupburg, eine gemischte Gruppen, und wir stellen einen Jamaika-Zug dar, weil heute ja Jamaika aktuell ist, und wir mischen die Farben komplett durcheinander. Da ist die Stimmung so. Thank you.
der nächste Hafer mal reinkommt, dann ist wieder ein Sommergriff für den Hafer. Nummer 3. Nummer, ja, Sommergriff für den Hafer, der dritte. Je nach Laune, Form und Lust, vergessen wir den ganzen Frust und zaubern euch ganz fein ein Lächeln bis tief ins Herz hinein. Also ihr Leute da am Weg, könnt auch mal zeigen, wie das geht. Aus traurig, mutlos Ruh macht ein Gesicht wie freundlich, lustig, froh. Super, prima, gut gemacht. Und nun wird weiterhin gelacht. Und lasst uns heute fröhlich sein, bis tief in die Nacht hinein. Wir sind die Ahaler, wir sind halt die Jamaika-Ahaler. Wir machen eigentlich das Thema viel Rauch um nichts. Weil wir sind Politiker, wir machen viel Rauch, im Endeffekt kommt nichts raus und das geht nicht mehr. Entwicklungssicht Deutschland und Jamaika, das passt einfach nicht. Ihr in Deutschland seid immer so kompliziert, da werden immer 1000 Verhandlungen geführt. Wir rauchen ein Tütchen und trinken Brugal, dann ist uns alles scheißegal. Drum ist die Politik gescheitert, weil es wenig gibt, was euch erheitert. Wenn ihr früh in den Spiegel schaut, seid ihr vom Muffeln schon ergraut. Bei uns gilt am Morgen ein Joint und der Tag ist dein Freund. Wir sagen, no woman, no cry. Doch eure Merkel bleibt immer dabei. Unsere Mädels sind gut gelaunt und kaffeebraun, im Gegensatz zu euren Frauen. Von der Fußball-WM sind wir ausgeschlossen. Ihr hättet auch so manche Träne vergossen. Weil unsere Spieler das Gras rauchen und die Linien zum Schlupfen brauchen. Zum Schluss sage ich, bleibt wenigstens heut locker. Bleibt nur wegen um und werdet keine Stubenhocker. Das Leben ist kurz, darum feiert es noch gescheit, weil am Aschermittwoch ist alles vorbei. Wir sind die Feuerwehr von Dehendorf. Wir machen heuer die Super Mario Brothers. Wir sind Super Mario. Wir haben die Lumbacher ABL, wir haben die Eselvampire und wir geben heute richtig Gas.
Schalalala. Wir sind die Lupo Forschungsmädel und wir kommen aus Japan. Eigentlich wollten wir nach Dietfurt ganz toll einen berühmten Asiatenfasching es geben dort soll. Aber wir müssten ja beim Flugbuchen sparen, darum wollten wir mit Air Berlin herfahren. Und weil Air Berlin dann pleite war, mussten wir umbuchen, das ist doch klar. Wir flogen ganz schnell 1, 2, 3, aber in Dietfurt war dann alles schon vorbei. In Lubbock ist heute ganz viel los, haben wir vernommen. Drum sind wir einfach hierher gekommen. Denn bei euch ist es auch sehr schön. Dietfurt wird uns so schnell nicht wiedersehen. Ich hoffe. Nur eine Tradition sind uns nicht ganz geheuer. Hier stehen die Leute im Eiswasser und grillen Würste im Feuer. Andere Länder, andere Sitten. Das ist ja gut und schön, aber man muss nicht alles verstehen. Mit Kirschblüten und Teezeremonie ziehen wir auf der Burg ein und feiern heute Fasching mit Groß und Klein. Unser Faschingsruf aus Japan lautet Konnichiwa Shalalala. Und bei euch, da heißt Lupi Lupi und Also wir sind die, einer von den drei zusammengewürfelten Hafer von Lubbock, diesmal aber vom Stigi. Wir haben wirklich der wahre zusammengewürfelte Hafer, nicht bloß andere. Wir sind die Vikings und ja, wir bringen Schrecken und, ja, und Grausamkeiten und Schrecken über Lubbock. Heute. Hey, Vicky, sing fest das Segel an. Hey, Vicky, die Wikinger sind hart am Ende.
Jugend Luppbach und wir stellen dieses Jahr den Technologiecampus vor, der war zwischen Bachsberg und Luppbach gehört. Und wir wollten wieder ein regionales Thema aufgreifen, deswegen haben wir sie gedacht, wir machen wieder total verrückte Professoren, wenn sie sehen geht's, wieder zum tollen Morgen. Und wir hoffen, dass das dieses Jahr trotz dem schlechten Wetter wieder ein richtig schöner Faschingszug wird. Wir sind die erste und zweite Mannschaft vom SV Luppbach und wie gesagt, wir machen heuer einen Bierer-Bob. Es kommt die nächste Runde mit der Antwort. Es ist der Bierer-Bob am Job. Dann wir jede Spieler haben. Ich hab bloß mit der Hand voll. Sondern neuerdings Sport. Fußball hatte man letztes Jahr in Fasching aufgrund der Erfolglosigkeit aufgegeben. Viel zu oft genoss man, statt zu trainieren, einfach das süße Leben. Der Wintersport in Form von Langlauf, er sollte alles besser machen, also manchen übergewichtigen Fußballer endlich wieder das Feuer in den Augen entfachen. Was soll ich sagen, all die Vorsätze, sie waren wirklich gut gemeint. Jeder konnte keiner ahnen, dass ab Mitte Februar so oft die Sonne scheint. Der Schnee, er war dahin, bevor man konnte ein einziges Mal richtig trainieren. So ging man wieder dem alten Trott nach, Woche für Woche am Fußballplatz zu verlieren. Doch liebe Freunde der seichten Faschingsunterhaltung, mit einer neuen Idee gingen wir heuer zur Gemeindeverwaltung. Angelehnt an die olympischen Winterspiele in Pyeongchang sollte es etwas sein, das unserem Dörferleid wieder prachtvollen Klang. Doch im Gegensatz zu den Koreanern, da liegt uns eine Sache besonders fern, sich zu versöhnen mit den Waschbären. Nein, die hat hier nämlich niemand gern. Ein richtig moderner Eiskanal am Burgberg, der kann doch gar nicht so teuer sein. Und welche Außenwirkung für Luppbach er habe? Natürlich sagte unser Manfred nicht nein. Die Eisrinne, sie wurde ganz ohne Zuschüsse und in Eigenarbeit gebaut, hatte die Gemeinde doch alle Rücklagen schon für die Holzschupfern auf der Buchung rausgehaut. Zur Vollendung unseres Traums verfehlte nur noch das passende Gefährt, gebaut von niemand anders als vom Hackelschorsch, die Funktionen war bei einem Bier schnell erklärt. Ebenso Holz vorhanden ist ein Sponsoring-Vertrag analog Audi oder Mercedes-Benz. Wir präsentieren unseren Bierer-Bock vor Stauner und Getränkestenz. Nun stehen wir hier und zeigen euch stolz unseren Bock, sind auf dem Weg zum Startplatz auf der Aufsichtsplattform ganz on top. Die Einladung übernimmt natürlich unser Bürgermeister. Wir haben hier ja noch Sitten. Natürlich passend zu seiner Statur als Anschieber. Er ließ sich nicht lange bitten. Unser erster Vorstand steht ihm dabei tapfer zur Seite. Er ist aus gutem Holz. Wenn es da mal keinen Bahnrekord habe, selbst die Wildecker Herzbrunn wäre stolz. Für das passende Ambiente sorgen wir jetzt schon mit ordentlich Rauch. Stand im Vertrag mit den Anschiebern, der kaschiert nämlich ihren Bauch. Wir schieben jetzt noch weiter. Die Zeit zum Startschuss, sie wird schon langsam eng. Die Frauensportgruppe nach uns zieht die Veranstaltung sowieso wieder unnötig in die Länge. Luppi, Luppi an! Luppi, Luppi an! Luppi, Luppi an! So, vielen Dank an die erste und zweite Mannschaft. Auswahl, Schatz aus dem Inge Eisen in der Kunst. Yeah.
wird. Da haben wir gequakt, ganz laut. Hurra! Unser Bochi ist wieder da. Weil unser Bochi, der ist ja wirklich ganz toll. Wir Frösche fühlen uns hier so richtig wohl. Ja, eigentlich hätten wir mir schon das schönste Lehm. Da hat es nicht gar so viel narrische Luppuche gegeben. Mit unserer Winterruhe ist vorbei, seit dieser Eis-Challenge-Grillerei. Ob Vereinsvorstand, ob Kirchendiener mit Gummistiefeln und blau gefrorene Füße, schickt einer dem anderen schöne Grüße. Trompeten, Grill und Paddelboot, nix ist gerne dafür geschaut. Ja, die Ministranten aber, die brachten uns ja ganz durcheinander. Sprang denn da nicht einer ein, gleich mit dem ganzen Band? Wir freuen uns jetzt schon auf den Sommer. Bis dahin wird es ja hoffentlich schon zur Besinnung kommen. Weil dann dreht höchstens die Hagelgerda schwimmend ihre Kreise. Aber die verhält sie wenigstens leise. Ab 5 in der Früh, da quakeln wir dann im Chor miteinander und bringen den Bo und sein Gerlinde absolut um den Verstand. Aber wir gehen jetzt auf Kneipentour, liebe Leute. Euch alle nur eine schöne narrische Zeit. Loppi, loppi, hat! Quack, quack! Ja, mit Geister und Gespenster hat schon was zu tun. Der Alfred als Hausbohengeist voran. Vielen, vielen Dank. Da ist nicht mehr da, die Erfahrung. Yeah!